Ja, jetzt haben wir ein Stück gefunden da. Ist nicht weit im Wald rein und gerade am Waldrand. Wir haben jetzt das Tapir bauen. Ich muss zum Essen machen. Schauen, dass wir ein paar gute Fotos, ein paar gute Videos kriegen. Ja, dann wird das schon passen. Frisch ist es draußen. Wenn es schneiden wird, ich glaube so 0 Grad oder 0,5 minus werden wir haben. Ja, das wird optimale Sache werden. So, wir haben das Tapir da jetzt da zwischen die zwei Bäume reinspannen. Normal gerade Schnur gespannt. Und dann rennt es. Da quer wollte ich eigentlich reinspannen da, aber es ist dann ein wenig, geht ein wenig schlecht, weil es einfach so groß ist. Und dann, da braucht man gar nicht mehr recht den brutalen Knopf machen, sondern ein ganzes Ding auf die Estwing aufsparen. Oder? Dann passt das eh leicht. Dann kann da erstens mal auch nichts sein, dass irgendwas locker werden würde oder so. Moment, das. Naja, dann haben wir schon einen schönen Unterstand. Dann kommt man jetzt natürlich, wenn wir gut sind, hinten noch ein wenig abspannen, dann kommen wir weiter rausziehen. Aber im Prinzip reicht es leicht. Kannst das jetzt. So, stellen wir die Flaschen da gescheit rein. Jawohl, gutes Essen. Wieder Track and Eat. Was haben wir da heute? Nudeln in Soja-Bolognese. Na, oh, das riecht sich gut an. Riechen tut es auch gut. Auch schon bevor Wasser dazu kommt, riecht schon gut. Und es wird dann erst richtig gut werden, wenn dann das heiße Wasser dazu kommt. Man muss noch ein paar Minuten durchziehen und dann passt es, weil es ist eh, es ist nicht warm, es ist freiwillig dann schon auf ein warmes Essen. So, dann natürlich meine Kamera mal jetzt, das ganze Essen so wie essen wird. Machen wir da jetzt noch ein Adventure-Menü. Schauen wir mal, wie das ein wenig tut. Weil ich noch nie gegessen habe, Roastbeef, oder? Vom Adventure-Menü. Bis ein wenig das war was.
Weißburg.